Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Teil 1. Wir haben gerade eine Fähigkeit bekommen, und zwar diese Elektrobolts. Damit können wir Türsteuerung wieder aktivieren. Wir können also jetzt hier durch, aber wir schauen erstmal, ob da oben irgendwas ist. Kann ich nochmal rennen? Ah, eine Eve-Spritze, sehr gut. Verbandskasten, Eve-Spritze, hervorragend. Immer alles plündern natürlich. Gibt auch was für Sammelfans. Da kann man sich dann die ganzen Logbücher, die man finden kann und so weiter, diese Tongeräte finden. Gibt es auch Erfolge für, falls man es auf Xbox 360 spielt. Ich hatte auch mal für die ersten beiden Teile da jeweils 1000 Punkte geholt. Und zwischen Schwierigkeitsgraden und so. Das werden wir jetzt in diesem Let's Play natürlich nicht tun. Sondern einfach nur aus Spaß nochmal das alte Spiel rausfallen. Oh nein! LB, um ein Plasmid zu installieren. Ah, also um das zu aktivieren. Vita Chamber. Falls man stirbt, kommt man da wieder neu. Ui. Fleischer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Wir können auch das Wasser. Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft. Komm zurück. Ich hab's nicht so gemeint. Wolltest du mich auch nur auslachen? Man muss die später noch fotografieren. Da kann man die. Das ist so ein bisschen so rollenspielmäßig noch gemacht. Man kriegt dann nämlich die Möglichkeit, die besser zu, ja, herauszufinden, was die für Schwächen und so haben. Und dann verlieren die schneller Energie. Was? So. Zigaretten ist, glaube ich, schlecht für Gesundheit, gibt aber Eve, oder? Ja, genau so war das. Sag Ryan, dass es mir leid tut und dass es nicht wieder vorkommt! Ich will nur jemanden kennenlernen. Ich bin kein schlimmer Finger. Aber hier ist gefährlich. Lass Sollte er doch erstmal hier, der verliert gerade Energie durch das. Bleib da! Wir fangen doch erst an! Man kann die Fähigkeiten später auch noch upgraden, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Das ist eher so eine Art Mix aus Rollenspiel und Shooter. Gefällt mir sehr gut. Komm ich da lang? Bounty. Geh zu Neptuns Bounty. Okay, okay. Folgt der Kompassnadel.
Rein. Ja, die sind ziemlich krank, ja. Still jetzt. Mami ist fort. Und Daddy auch. Warte. Es passiert alles vorher. Ah! Ah! Oh! So, die hätte mich so oder so angegriffen. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Ah, Pistole ist nicht so gut. Also, wir werden wieder hier mit zuschlagen. Okay, da müssen wir eigentlich lang. Checken gerade noch auf der anderen Seite, ob wir da noch irgendwie was haben. Ja, First Aid Kit. Einen kleinen Schokoriegel. Ich bin doch kein Vollidiot! Ich mache, was ich will! Es ist mein Adam! Ich habe es mir ver... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides! Mach die verdammte Tür auf! Am letzten Mal, ich warne dich! Charlie! Wo gehst du hin? Tja, der war nicht. Das geht nicht! Ich sag jetzt. Also man kann seine Umgebung nutzen. Ja, wir können mehr nehmen. Wir verbrauchen jetzt 21, das ist maximales 9. Und das sind diese Thomann-Geräte, von denen ich euch erzählt habe. Wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt in dem Phaistos-Fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier?
ziemlich viele. Ich glaube, das waren 100 Stück oder so. Also da reichlich Tonbänder. Und sehr schön, wie die so ein bisschen erzählen, wie Rapture im Endeffekt zusammengebrochen ist, nenne ich das mal. Da kommen wir schon mal nicht rein. Wir müssen irgendeinen anderen Weg finden. Das ist wahrscheinlich durch die Küche. Aber. Guck mal, ob wir oben noch ein paar Sachen haben. Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast drei Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ein Loch in der Klowand? Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Lass mich in Ruhe! Ja, das Spiel ist brutal. Unter 18 natürlich. Wie alle drei Bioshock-Spiele. Da? Nö, da ist auf jeden Fall das Loch. Gehen wir mal da weiter. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Wo bist du denn? Oh. Da ist eine Little Sister. Die saugt von den Leichen das Adam ab. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt eine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Bist du da?
Mrs. Adam und er beschützt sie dafür. Können wir auch mal überschreiben. Dann sag ich mal, ein kleiner Break wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.